Mit der polnischen Nationalhymne begannen die Demonstranten in New York vor 2 Stunden ihre Solidaritätsveranstaltung, zu der die Gewerkschaftszentrale AFL-CIO gemeinsam mit dem amerikanisch-polnischen Kongress aufgerufen hat. Der Hauptredner der Veranstaltung, Tom Donahue, Vorstandsmitglied der Gewerkschaftszentrale in Washington, forderte von Präsident Reagan stärkeres Vorgehen gegen die Sowjetunion und rief zu harten Sanktionen auf, bis hin zur Einstellung von Lebensmittel- und Weizenlieferungen an Moskau. In weiteren 50 Städten der USA finden im Laufe des Tages Demonstrationen, Gedenkgottesdienste und andere Veranstaltungen statt. Neben den Millionen von Gewerkschaftsmitgliedern wurden auch die über 6 Millionen polnischen Einwanderer in den Vereinigten Staaten zur massenhaften Kundgebung aufgerufen, doch es zeigten sich etwa in New York, selbst bei gutem trockenen Wetter, nur etwas mehr als 1500 Demonstranten, obwohl die polnische Gemeinde hier 600.000 Mitglieder umfasst.